Zeigt mir doch, wie oft ihr schon zum Arzt gegangen seid und euch krank schreiben gelassen habt, obwohl ihr eigentlich gar nicht krank wart. Oh, ich hab nicht genug Finger. Wenn ihr mein Draw My Life gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich in der Oberstufe nicht besonders oft in der Schule war. Und wenn ihr mein Draw My Life nicht gesehen habt, ist nicht so schlimm. Schätze ich. Ich gehe nicht zum Hausarzt. Und nicht, weil ich nie krank bin oder schnell gesund werde, sondern weil ich zu faul bin. Mein Hausarzt ist nur 3 Minuten entfernt, aber der Prozess, mit Menschen zu interagieren, im Warteraum 40 Minuten zu sitzen, um dann zu hören, dass man ein bisschen Magenkrämpfe hat, lohnt sich einfach gar nicht. Sie haben Krebs. Als ich noch jünger war, wurde ich fast nie krank und hatte meistens immer eine perfekte Anwesenheit. Die einzigen Fehltage habe ich nur so getan, als ob ich krank wäre. Tut mir leid, Mom und Dad. Ich habe es aber wirklich nur maximal 1 bis 2 Mal im Jahr gemacht, weil mir die Schule wichtig war. Und ich immer Ärger bekommen habe von meinem Vater, dass ich krank geworden bin, weil ich immer so wenig anziehe und nicht drauf achte, was ich esse. Deswegen habe ich es meistens lieber gelassen. Aber als ich in die Oberstufe kam und gehört habe, die Oberstufe ist freiwillig. Und by the way, wenn du schon volljährig bist, darfst du deine eigene Krankschreibung unterschreiben. Also schwänz ruhig, du darfst das. Okay, vielleicht ist der letzte Part ausgedacht, aber so habe ich es verstanden. Jedenfalls habe ich aufgehört, zum Arzt fast wöchentlich zu gehen, weil ich mit der Schule fertig war. Und ich frage mich, was meine Ärzte denken, dass ein Stammkunde auf einmal aufgehört hat zu erscheinen. Komisch. Seitdem Weiland fertig mit der Schule ist, kommt er gar nicht mehr. Sonst hat er doch immer Bauchschmerzen. Ich habe ihn wohl für immer geheilt. Mann, bin ich ein guter Arzt. Okay, ich war nicht wöchentlich beim Hausarzt. Denn ich habe immer abgewechselt zwischen dem Arzt bei mir und einem Arzt in der Nähe von Kevin. Während ich bei meinem Arzt immer meine YouTube-Schauspiel-Skills rausbringen musste, musste ich bei Kevins Arzt nur anwesend sein für eine Krankschreibung. Mit dieser Story will ich hier keinen anstiften, das nachzumachen, was ich gemacht habe. Es ist falsch und dumm. Und ich schätze, ich hatte auch halbwegs einen guten Grund, weswegen ich es oft gemacht habe. Aber darüber erzähle ich nochmal mehr in einem anderen Video. Ich glaube, ich hätte das am Anfang des Videos sagen sollen. Heute brauche ich keine Krankschreibung mehr, denn ich bin mein eigener Boss. Dadurch gehe ich, wie schon gesagt, gar nicht mehr zum normalen Arzt. Wenn ich krank bin, mache ich eine Selbstdiagnose mit Hilfe von Google. Ich bin also schwanger. Was meistens, glaube ich, korrekt ist. Denn abgesehen von Erkältungen sind die meisten Krankheiten nach einem Tag weg. Natürlich gehe ich noch regelmäßig zum Augenarzt und zum Zahnarzt. Während beim Augenarzt nie wirklich was passiert ist, wurde mir dieses Jahr beim Zahnarzt gesagt, dass ich meine Weisheitszähne ziehen lassen sollte. Ich habe mir den nächsten Termin beim Kieferorthopäden gemacht und whoops, ich saß auf dem OP-Stuhl. Nennt man das OP-Stuhl? Bei mir wurden alle 4 Weisheitszähne gleichzeitig gezogen. Und es war die schlimmste Stunde meines Lebens. Es war so viel Blut da und ich höre ein Upsi nach dem anderen. Und manchmal hat er dich richtig getroffen. Oh, falscher Zahn. Hit or miss, hä? Ich konnte 2 Wochen fast nicht richtig kauen. Aber nach dem 5. Tag habe ich mir einen Döner gekauft. Und am 3. Tag ein Video gedreht. Hey, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ein Like, lasst ein Abo da, folgt mir gerne auf Instagram und auf Twitter. Ich will euch nochmal sagen, dass ihr mir nicht nachmachen sollt mit den Fehlern und so. Aber seht die Story so, dass ihr auch anders zu eurem Ziel gelangen könnt. Ich bin ein Beispiel, dass es nicht unbedingt diese Schule, Uni, Ausbildung, Arbeit, Reihenfolge sein muss, sondern es auch anders geht im Leben, sein Ziel zu erreichen. Und egal wie alt ihr seid, ihr immer was neu starten könnt und damit glücklich und erfolgreich werden könnt. Ich bin nur ein Beispiel, dass es auch anders laufen kann im Leben. Aber nehmt euch kein Beispiel an mir, denn ich habe ziemlich viel Glück gehabt. Happy New Year.